Es ist noch nicht allzu lange her, da war Fußball ein Spiel mit ganz unverdächtigen Hopperlas. So peinlich und ungeschickt es manchmal auch ausgesehen haben mag, Fehler waren ganz einfach Fehler. Und jetzt gibt's noch ein Eigentor! Die Fehler und Fouls sind geblieben, das Spiel, aber vor allem sein Umfeld haben sich verändert. Der Wettbetrug ist längst auch nach Österreich vorgedrungen. Auf die Jagd nach den Betrügern begibt sich Rudolf Stinner. Vor einigen Jahren war das eher eine Nische in der Kriminalität, aber das hat so rasant zugenommen, sodass wir das Richtige wirklich Monat für Monat merken konnten. Im April dieses Jahres löst die Erstligapartie Grödig gegen Kapfenberg Alarmstufe Rot beim Frühwarnsystem der Überwachungsfirmen aus. Experten bezeichnen das Spiel als hundertprozentig geschoben. Zufall oder nicht, Dominik Taboga führt Grödig als Kapitän aufs Feld. Gegner Sanel Kuljic ist bei Kapfenberg unter Vertrag, muss aber verletzungsbedingt zuschauen. Taboga und Kuljic, keine Unbekannten in der Wettszene. Bei diesem Fall ist es so, dass die Beteiligten sich schon seit längerer Zeit bei den Insidern auf einer Liste befinden, wo sie sich so im Umfeld, sage ich einmal, von Spielmanipulationen aufhalten. Speziell einer davon. Nämlich Sanel Kuljic. Der Ex-Profi befindet sich schon länger im Visier der Wettbetrugsjäger. Bereits beim großen Wettskandalprozess von Bochum taucht der Name des Ex-Nationalteamspielers im Rahmen der Ermittlungen auf. Nun steht Kuljic wieder im Blickpunkt. Wegen angeblicher Erpressung seines ehemaligen Mitspielers Taboga sitzt Kuljic derzeit in Untersuchungshaft. Ermittelt wird auch wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Kuljic droht bis zu 10 Jahre Haft, so wie im schlimmsten Fall auch Taboga. Sein Vertrag mit Grödig ist nach dem Anstiftungsversuch von Mitspielern aufgelöst. Zum ersten Schritt an die Öffentlichkeit hat eine Schulung des Vereins Playfair Code beigetragen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben bei den Bundesligaspielern in Österreich, war eine extrem positive. Auch aus der Interaktivität, die wir dann in der Diskussion bekommen haben, weil es interessiert, das Thema. Das Thema Matchfixing und dessen Konsequenzen bringt der Verein den heimischen Profifußballern und auch der Jugend näher. Ein Präventivworkshop, bei dem auch das Bundeskriminalamt seinen Beitrag leistet. Dort laufen seit 1,5 Jahren Meldungen über illegale Wettaktivitäten zusammen. Die Untersuchungen kommen trotz Zusammenarbeit mit ÖFB, UEFA und FIFA nur stockend voran. Die Ermittlungen sind sehr schwierig, weil hier einerseits Spieler europaweit angesprochen werden können und in jedem Fußballspiel jeder Liga, die auch nicht beobachtet wird oder nicht genau beobachtet wird, können hier Spiele manipuliert werden natürlich. Und die Hintermänner sitzen jedoch in ganz anderen Ländern, meistens in Asien. Der asiatische Wettmarkt ist ein außer Kontrolle geratener Spielplatz. Keine Einsatzlimits, Live-Wetten ohne Ende. Die Drahtzieher der Wettsyndikate scheinen so weit weg und sind doch mitten in Europa. Von Champions League bis zur Jugendmeisterschaft. Das Angebot ist grenzenlos und bewegt sich teils in gesetzesfernen Galaxien. Geld ist mit kaum fassbaren Absurditäten zu holen. Und zwar ging es da um eine Wette, wo jemand gewettet hat, dass die Summe der Rückennummern der Mannschaft A höher sein wird als wie die der Mannschaft B. Als Jäger der Wettbetrüger kann Rudolf Stinner nicht mehr unbeschwert ins Stadion gehen. Ich sehe mir Spiele natürlich aus einer anderen Perspektive an, was mir manchmal sehr leid tut, weil es geht natürlich viel dabei verloren, weil ich hinter jeder Aktion, die mir unnatürlich vorkommt, schon etwas anderes sehe. Der Fußball droht immer weiter im Sumpf des Wettbetrugs zu versinken. So sauber wie früher einmal wird das Spiel wohl nicht.